und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. So, ja, wir sind auf der Suche nach einer Köchin für den Händler Hagen, drei Wasserträgern und zweien, die, ja, die Klosetts leeren. Jetzt müssen wir Hagen gerade mal fragen, was er denn eigentlich für eine Köchin sucht. Der Vogt schickt mich. Er sagt, du suchst nach einer Köchin. Richtig, nach einer guten. Aber das habe ich alles schon unserem geschätzten Vogt erzählt. Ich habe dem Vogt meine Hilfe angeboten. Ich kenne die Skalitzer. Ah, verstehe. Was willst du wissen? Was erwartest du von deiner Köchin? Gibt es besondere Ansprüche, die du an die neue Köchin hast? Tja, es wäre von Vorteil, wenn sie weiß, wie man kocht. Okay. Ja, aber der Vogt sagte, du hättest auch andere Anforderungen. Nun, ich will eine Frau, die auch im Haus nach dem Rechten sieht, wenn ich auf Reisen bin. Jung, liebreizend. Wozu? Ihre Kochkunst soll die Leute beeindrucken. Nicht ihr Äußeres. Okay. Ich verstehe. Verzeih. Wasserträger? Ich hörte auch, es gäbe offene Trägerstellen. Ja, man hätte wirklich früher darauf kommen können. Es ist besser für die Stadt, wenn die Bürgerschaft nicht ihre eigenen Bediensteten schicken muss. Und es ist auch besser für meine Leute. Mhm. Natürlich, natürlich. Das versteht sich von selbst. Und wir suchten, ja, jemanden für die Latrinen. Ich hörte, du brauchst auch jemanden, der, die Latrinen leert. Es ziemt sich nicht, über derlei Dinge zu sprechen. Zumindest nicht für anständige Leute. Ja. Aber ich muss wissen... Genug. Kein Wort mehr darüber in meinem Haus. Okay. Okay. Ja. Köchin soll kochen können. Bettlerin Jana, mit dir reden wir mal. Gute Gesundheit. Danke, dir auch. Suchst du Arbeit? Ich könnte dir Arbeit besorgen. Falls du weißt, wie man Adlige bekocht. Warum Rufe schlechter? Ich das lernen sollen? In Scarlets? Wenn du Haferbrei mit Schmalz brauchst, schön. Aber das genügt denen wohl kaum. Vermutlich nicht. Tja, dann bist du nicht die Richtige dafür. Warum okay. Verschwendest du dann meine Zeit? Komm wieder, wenn du mir was Wichtiges zu sagen hast. Mach's gut. Ciao. So, mit Alex müssen wir noch reden. Und komm gern wieder. Wo ist denn Alex? Da. Da ist noch ein Aktivitätengeber. Das bist du, ne? Milan. Gott sei mit dir. Mit dir auch. Du kämpfst um Geld? Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlets und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Okay. Wieso um Silber? Wieso um Silber? Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber. Hm. Wie lauten die Regeln? Gibt es Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichen Scheiß. Dann ist dein Einsatz weg, kapiert? Okay. Gut. Gott behüte dich. Da können wir uns später drum kümmern. Jetzt muss ich gerade erstmal mit Alex reden. Bist du Alex? Von Herzen Dank. Ohne deine Güte wäre ich verloren. Nee, du bist nicht Alex. Du bist Alex. Schön, dich zu sehen. Ich würde gerne über Arbeit für unsere Nachbarn sprechen. Ich muss mit dir über unsere ehemaligen Nachbarn sprechen. Es gibt Arbeit und ich soll die Leute auswählen. Der Vogt hat es mir bereits gesagt. Will er noch immer, dass sie als Schinder arbeiten? Ja. Das ist schon dabei. Davon profitieren alle. Nicht ganz. Es gibt nicht genügend Arbeit für alle und niemand will die Arbeit eines Schinders verrichten. Besser als nichts, oder? Aber die Leute brauchen Arbeit, um zu überleben. Wasser tragen vielleicht. Doch wenn sie Arbeit verrichten müssen, die nichts für anständige Leute ist, sondern für den Henker oder den Schinder... Es ist also sinnlos, ja? Lieber betteln als richtige Arbeit leisten. Sogar Scheiße tragen ist besser als das. Du vergisst, dass das eine Aufgabe für den Schinder ist, nicht für Vertriebene. Selbst wenn wir wieder in Scarlet sind, wird der Gestank noch an ihnen haften. Hm. Weißt du irgendwen? Weißt du, wer Geld am dringendsten nötig hat und kräftig genug ist? Silber haben alle nötig, aber nicht jeder eignet sich für diese Arbeit. Wen kann ich dann fragen? Wo finde ich geeignete Leute?
Ich werde selbst mit ihnen sprechen und sie dann alle bitten, vor dem Rathaus auf dich zu warten. Es wird aber etwas dauern. Okay. Kennst du eine gute Köchin? Ich suche auch nach einer Köchin. Kennst du eine gute Köchin, die Arbeit sucht? Nun, da wäre Agnes. Es heißt, sie kocht besser als alle anderen, aber... Wo ist das Problem? Ist dir etwas zugestoßen? Nein, es ist nur so, dass ich sie schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen habe. Wenn ich mich nicht irre, bekocht sie nun den hiesigen Pfarrer und lebt im Pfarrhaus. Oh, okay. Danke, auf bald. Gut. Wie geht's den Flüchtlingen? Wie geht es euch? Könnte besser sein. Sei froh, dass Herr Ratzig dich in seinen Dienst stellte. Wie ich hörte, gehst du sogar mit Herrn Carpon jagen. Ja. Das war nur einmal. Ich bezweifle, dass wir das bald wiederholen werden. Ich auch. Ach, schade. Denn eigentlich wollte ich dich um einen Gefallen bitten. Okay. Bestimmt weißt du, dass es hier viele hungrige Mäuler zu stopfen gibt. Also dachte ich, du könntest helfen. Ich kann nicht alle Flüchtlinge versorgen. Ich weiß nicht. Ich bin kein so guter Jäger, dass ich alle Flüchtlinge versorgen könnte. Nein, nein. So war das nicht gemeint. Die Städter gieren nach Wildbret. Sie wollen leben wie die Blaublüter. Verstehst du? Mhm. Ein paar Bürger haben mich schon gefragt, ob wir unser Glück in den Wäldern versuchen wollen. Sie haben uns im Gegenzug Vorräte versprochen. Mehl, Schmalz, Eier und dergleichen. Aber wir können das Risiko nicht eingehen. Wir sind ja so schon unbeliebt. Wenn sie einen von uns erwischen, knüpfen sie ihn am erstbesten Baum auf. Aber... Jupp. Du gehörst Herrn Ratzigs Garnison an und gehst mit Herrn Hans auf die Jagd. Deshalb dachte ich... Klar. Ich kam mit einer Schlägerei mit Herrn Hans durch, also werden sie mich wegen ein paar Hasen schon nicht aufknüpfen. Danke, Heinrich, das weiß ich zu schätzen. Der Schneider bat mich um ein paar Hasen, um für einen Händler ein Festmahl zu bereiten. Alles klar, ich bringe dir welche. Ja. Dank, du bewahrst uns vor dem Hungertod. Lebe wohl. So. Müsste ich eigentlich mal was essen? Satt hat 69, ja. So, Hasenfleisch müssen wir ihm bringen. Und ich muss jetzt mal Agnes war das finden, ne? Das machen wir erstmal, dass wir die suchen, bevor wir uns mit dem einen Typen da schlägern. Suche bei der Kirche nach Agnes. Machen wir. Da ist sie doch, oder? Berans Frau. Guten Tag. Kann ich dir irgendwie helfen? Verzeiht die Störung, aber das klang so, als hättet ihr vielleicht Hilfe nötig. Was? Nein. Was hast du gehört? Nichts. Nur ein paar Wertsachen. Falsch gehört. Nichts ist irgendwo versteckt. Und lass ja meinen Gatten in Frieden, verstanden? Wie du willst. Entschuldigung, hab nix. Alles Gute. Ah, haben wir hier Agnes. Agnes. Guten Tag. Tag. Bist du die Haushälterin aus Rovna? Bist du Agnes, die Haushälterin von St. Jakob? Bin ich. Oder war ich, bevor diese Teufel Scarlets niedergebrannt haben? Was willst du? Ich suche eine gute Köchin und Haushälterin. Und alle haben mich zu dir geschickt. Gott hat mich gesegnet. Das ist wohl wahr. Der hiesige Händler braucht jemanden, der Adlige bekochen kann und sich um sein Haus kümmert. Nun, Pater Franziskus mag gutes Essen. Und ich kann nicht einfach woanders anfangen. Hm. Und warum nicht? Hagen ist ein wichtiger Mann. Händler Hagen ist kein Niemand. Ja, habe von ihm gehört. Er soll ein guter Christ sein. Wirklich? Nun, dann ist es wohl so. Hm? Oh ja, die Leute sprechen immer noch vom schönen Begräbnis seiner Frau. Du würdest ihm als Haushälterin wirklich helfen? Also, ich weiß nicht. Was wird dann aus Pater Franziskus? Was ist mit unserem Pfarrer? Wo ist Pfarrer Franziskus jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen, als er zur Beichte nach Sasau ging. Aber das war vor diesen schrecklichen Ereignissen. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Ging er oft nach Sasau? Wo gastierte er dort gewöhnlich? Er war nicht so oft dort, vielleicht einmal im Monat. Er blieb stets im Gasthaus in der Nähe des Klosters, damit er nicht so weit gehen muss. Ich frage herum und finde heraus, was mit Pater Franziskus geschehen ist. Okay.
Müssen wir den erstmal finden, okay. Hi. Dann viel Glück. Okay, das heißt, wir müssen erstmal mit dem Pfarrer reden. Könnte man noch ein paar Pflanzen sammeln. Hier können wir gut an den Hagen verkaufen. Kamille ist gut. Sonst habe ich ja nicht wirklich was, was ich verkaufen kann. Oder wir machen Tränke und verkaufen die dann. Da müsste ich mal gucken. Weil Tränke kann man immer mal verkaufen. Und ich weiß ja, wo der Alchemietisch ist. Gut, wir müssen Pater Franziskus finden. Ich muss ja gerade mal gucken, was wir eigentlich machen können. So. Wermut und Salbei brauchen wir. Brennnessel und Tollkirsche für den Retterschnaps. Einbeere, Distel. Achso, und mehr haben wir nicht. Heißt, ich bräuchte Tollkirsche. Müsste ich gerade mal gucken, ob ich welche in der Satteltasche habe. Also, das kann ich auch hier gucken. Inventar haben wir Tollkirsche. Einbeeren hätte ich auf jeden Fall. Die sollte ich vielleicht mal ins Inventar packen. Na, ganz so viele auch nicht. Haben wir denn Tollkirsche auch? Ja, dann können wir Retterschnaps machen. Sehr gut. Und Wermut. Können wir auch nochmal ins Inventar packen. So. Ich glaube, damit können wir schon ein bisschen was anfangen. Zwei Wermut, ein Salbei. Den habe ich jetzt natürlich nicht. Einmal Brennnessel, zweimal Tollkirsche. Bereite Wein. Zwei Handvoll Tollkirschen und eine Handvoll Nesseln vor. Lass die Nesseln für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Zerkleinere die Tollkirschen. Gib die Tollkirschen hinzu und lass alles für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Okay, zwei Sanduhrdurchläufe für die Nesseln in Wein. Und dann einmal die zerkleinerten Tollkirschen. Wein. So, da sollen... Achso. Inventar. Die Nesseln brauchen wir und die Tollkirschen brauchen wir. Das war einmal Brennnessel, zweimal Tollkirsche. Einmal Brennnessel. So, kann man kochen lassen. Also Blasebalg war Kuh. So. Einmal. Für zwei Sanduhrdurchläufe müssen wir es kochen lassen. So. Und dann können wir die Tollkirschen zerkleinern. Tiegel, Destillator, Mörser. Einmal. Zweimal. Mörser benutzen. Hm.
Rein in den Kessel und dann müssen wir noch einen Sanduhrdurchlauf kochen. So. Wir haben gebraut Retterschnaps. Jawoll, sehr schön. Was hatten wir hier noch? Einbeere, Distel und Mohnblume für den Schlaftrunk. Ich glaube, wir machen noch einen Retterschnaps. Inventar, nochmal eine Brennnessel. Und Tollkirsche. So, wir brauchen nochmal Wein. Und das scheint Rotwein zu sein. Einmal Brennnessel. Zwei Durchläufe. Leveln wir ein bisschen Alchemie, ne? Ist auch kein Fehler. So. Einmal. So, das sollte reichen. Dann brauchen wir zweimal Tollkirsche. Noch einmal. So, Mörser benutzen. Sehr gut. Rinder mit. Und dann müssen wir noch einmal aufkochen. Einmal. So, dann können wir die Fiole nehmen. Und nehmen den Trank. So, nochmal Retterschnaps. Hoffe ich. Jawohl, neuer Spezialisierungspunkt verfügbar. Sehr gut. Ups. So. Cool. Spieler, Fertigkeiten, Alchemie. Hexer, was haben wir denn da? Füllen deinen Magen 30% weniger, deswegen du öfters in größeren Mengen Tränke zu dir nehmen kannst. Wasser des Lebens. Die Wirkung von Heiltränken erhöht sich um 50%, aber dafür berauschen sie dich auch. Je stärker die heilende Wirkung, desto betrunkener wirst du. Gift, das auf deine Klinge aufgetragen wird, ist länger wirksam. Übung macht den Meister. Wenn du Tränke brauchst, kannst du dir einen zusätzlichen Fehler erlauben, ohne dass es Auswirkungen auf das Ergebnis hat. Ich glaube, das lernen wir. Das klingt doch gar nicht so verkehrt. Oh, Agilität haben wir bald. Ups, Entschuldigung, Hund. So. Gurken.
Ich überlege gerade, ob ich Retterschnaps verkaufen sollte. Wie viel habe ich denn? Den Wein für Herrin Stefanie. Ja, das dauert noch. Tollkirsche kann eigentlich in die Satteltasche. Oh, die Schirmlinge sollte ich noch verkaufen. Die Einbeeren kommen auch in die Satteltasche. Achso, den Nackenschutz muss ich ja auch noch verkaufen. Den könnte ich am ehesten beim Schmied verkaufen, oder? Eine Rüstungsschmied. Rüstungsdude haben wir hier doch auch irgendwo in Rattay. Das ist ein Bäcker. Wo ist denn der Rüstungsdude? Wirtshaus. Ist der hier? Nee. Definitiv nein. Hier war der, glaube ich. Nee, Schloss knacken. Das steht völlig außer Frage. Ah. Hier? Hi. Du bist eher Schuhmacherin oder sowas, ne? Siehst du etwas? Ich würde was verkaufen. Ah, Rüstung hast du nicht, ne? Verkaufen. Den Nackenschutz 13. Moment, haben wir hier Bäcker, Händler, Händler. Kampfplatz, Schleifstein, Jäger. Ich habe ja gar keinen Rüstungsdude, ne? Ein Waffenschmied ist da unten. Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Den könnte ich ja noch fragen. Schleifstein. Und ein normaler Schmied. Vielleicht gehen wir da besser hin. 13, irgendwas hat sie zahlen wollen. Ich guck mal, ob ich bei dem mehr krieg. Weil Rüstungsschmied habe ich gerade keinen. Oder ich müsste zu dem Waffenschmied. Aber da müssen wir nachher eh noch hin, wegen dem Schwert von Saba, muss ich mal gucken. Hi. Guten Tag. Tag. Kann ich helfen? Lass uns handeln. Lebe wohl. Hast du Waffen? Tatsächlich, aber du hast jetzt keine Schwerter in der Art. Rüstung? Du hast auch Rüstungssachen. Okay, dann verkaufe ich mal. Den Nackenschutz würde ich verkaufen. Oder die andere aber mehr gezahlt. Die hat 13 irgendwas gezahlt. Ah. Nö, dann dir will ich nicht verkaufen. Die andere gibt mehr. So. Fuß. Bei Fußköter. Ach so. Nee, das wollte ich. Dann reiten wir gerade mal zum Rüstungsschmied runter und gucken da mal noch. Oder zum Schwertschmied. Zur Not verkaufe ich hier wirklich an einen Händler. Da gibt man ja gut 1,5 Taler weniger. Da kann ich natürlich auch nichts mit anfangen. Wo ist denn der Dude hier? Schmied? Ne, privaten Bereich will ich nicht sein. Wo ist der Schmied denn? Schloss knacken. Hier darf ich sein. Hi. Ach, du bist der Schwertschmied.
Guten Tag, wie kann ich helfen? Ich suche nach Bruchstücken vom Schwert der Königin von Saba. Es heißt, ein Pilger habe dir ein Bruchstück eines seltenen Schwertes verkauft. Ich hätte Interesse daran. Hat der Pfusch aus Sasau dich geschickt? Wieso? Wieso? Weil keines für ihn übrig war und er auch eines will. Hm. Aber er hat Pech. Ich habe ein Stück, aber nie im Leben würde ich es verkaufen. Und okay. Es gibt keine... Nein, gibt es nicht. Wie gesagt, nie im Leben. Okay. Dann lass uns mal handeln. Händlerschwert. Ich habe 1,4k. Achso, ich habe Geld vom Dings gekriegt. Stimmt. Was kann das denn? 49. Unser Spalter hat Verteidigung. Schlag hat er 52. Also von dem her. Verteidigung hat das aber 94. Knappenschwert. Ah, da habe ich nicht die passende Agilität. Die Nadel, da habe ich auch nicht die passende Agilität. Rettender Engel. 52 und 89. Das wäre natürlich schon besser. Kostet auch nicht so viel. 52 und hier 89. Und wir packen es mal ins Ding. Seelenschlitzer. Das hat da. Schlag hat es 56. Das wäre nochmal besser. Das ist ja der, den wir haben. Oder so einer. Ne, der haben wir quasi. Standhaftigkeit. Nee. Stecher. Nee. Stichel. Nee, die sind alle gut im Stechen, ne? Das interessiert mich aber nicht. Treuer Gefährte. Verziertes Jagdschwert. Dann würde ich den hier aber verkaufen. 28 kriegen wir dafür. Ja, das lohnt sich ja voll. Achso, der. Ne, Moment, das war ja der 52 und 89. Das war ja der. Das war das, glaube ich, ne? Ja, Klopfer, genau, das war der andere, den ich. Oder das Händlerschwert. Verteidigung 94. Ja, wir nehmen den hier. Der ist besser als den, den ich habe. Deutlich besser. Also deutlich auch nicht. Der hat auch 52. Entfernen wir. Wir verkaufen jetzt erstmal. So. Achso, du kaufst nur Waffen. Na, dann bin ich nicht interessiert. Okay. Das heißt, dem muss ich das klauen. So, dann gucke ich mal, was Hagen für das Ding da geben würde. Brechen, Spaten, Heugabeln, Äxte. 12,1 würde ich vom Ding da kriegen. So, was würdest du mir geben? Tag. Köchin habe ich noch nicht. Lass uns handeln. Rüstung. Achso, ne, verkaufen will ich ja. 10 gibt er nur. Okay. Dann gehen wir hoch zu der Dings. Dann hat sie eindeutig am meisten geboten. Dann gehen wir da auch hin. So, muss nur gerade mal gucken, wo war das denn? Hier nicht. Hier auch nicht. Hier. Ich wasche mich vorsichtshalber nochmal.
dass wir hier auch schick sind. So. Guten Tag. Tag. Lass uns handeln. Verkaufen Rüstung. Ja, 13,4 gibt sie. Was habe ich sonst noch? Nichts, was sie nimmt. Okay. Es ist überschaubar. Wir feilschen natürlich noch ein bisschen. Besprechen wir den Preis. Selbstverständlich. 15. Einverstanden? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. 14,5. In Ordnung. Gut. Das ist, glaube ich, der maximale Preis, den wir hier jetzt rauskriegen konnten für das Ding. Okay. Keine Ahnung, was du singst. Aber dann können wir den Rest beim Hagen machen. Was hatte ich eigentlich hier? Questlog. Sprich mit den Leuten aus Kalitz, die nach Arbeit suchen. Finde Pater Franziskus. Der ist natürlich da. Wo auch sonst. Bring dem Müller die Hälfte des Kopfgeldes. Das müssen wir auch noch machen. Ah, das ist ja auch da, ne? Quasi, ja. Okay, da müssen wir nach Sasau. Da hatten wir hier aber doch auch noch irgendwas. Der Fersenschmied. Der war dort. Ja, da müssen wir eh auch durch. Passt. Ja, da würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal in der nächsten Folge. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habe ich eigentlich noch was, das ich verkaufen kann? Dietriche verkaufen wir nicht. Gegenmittel. Ach, die Fliegenpilze und so wollte ich noch verkaufen. Stimmt. Das könnte ich aber hier unten auch machen. Bei den Händlern. Ist vielleicht auch nicht so doof. Beste Grüße. Beste Grüße. Handel. Verkauf. Du nimmst Brennnesseln, dann kriegst du Brennnesseln. Fliegenpilze. Hirschleder. Das hat, nee, das hat die oben nicht genommen. Dann kriegst du das. Löwenzahn. Schirmling. Spalter. Wermut kriegst du auch noch. So, das war, glaube ich, alles. Retterschnaps haben wir 12. Oder könnten wir aber auch ein paar von verkaufen. So, dann haben wir noch 5, die sollten reichen. Schlaftrunk kann ich auch verkaufen. Trank des Baden. Erhöht die Redekunst. Okay, unbekannter Trank. Verdauungstrank. Heilt Lebensmittelvergiftung. Lazarus-Elixier regeneriert Lebenspunkte. Gegenmittel. Ja, heilt Vergiftungen. Und der Bockbluttrank. Achso, erhöht die Ausdauer, genau. Nö, passt. Dann würde ich sagen, feilschen wir noch. Lässt sich was am Preis machen? Bestimmt. Ist gut. Ach, der hat gar nicht genug Geld. Oh, verschlechtert, ja. Da hätte ich jetzt aufpassen müssen. Verbessern wir unseren Ruf gerade mal. 100 hat der Händler. Okay. Verkauf. Dann kriegt er Brennnesseln. Schirmlinge. Hä? Löwenzahn. Was unter Sonstiges finde ich das, ne? Fliegenpilz. Muss halt gucken, dass ich das Hirschleder, das kann er auf jeden Fall haben. Wermut. Dann verkaufen wir auch Retterschnaps, aber
weniger. 55. Ein noch 69, so passt das. Das soll wieder ein besseres. Besseren Ruf kriegen. 72. Okay, hätten wir mehr kriegen können. Aber so ist auch gut. Ja, damit würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.